Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video hier wieder auf meinem Kanal. Diese Sitzreihenfolge, die kommt mir schon bekannt vor. Ich glaube, noch eine Person war ganz links außen am Chillen. Es war tatsächlich eine fatale Folge. Die Aufnahme ging irgendwie gefühlt eine Stunde. Wir hoffen mal heute einfach mal, dass wir es wirklich bei 20 Minuten maximal belassen. Nice. Zu meiner linken Paul, zu meiner rechten Sascha. Und wir spielen heute Wer bin ich? Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Sascha sucht für mich einen aus, ich für Paul. Und die Namen werden dann für euch da draußen einmal hier eingeblendet. Ich glaube, es ist ganz einfach, oder? Paul, willst du was sagen? Ich freue mich. Perfekt. Wir fangen von rechts nach links an. Ich fange an. Bin ich weiblich? Nein. Nein. Based. Bin ich echt? Ja. Bin ich weiblich? Nein. Bin ich echt? Ja. Ja. Bin ich weiblich? Nein. Nein. Wer ist? Bin ich männlich? Ja. Bin ich in einem Film? Boah. Bestimmt, ja. Bin ich eine echte Person? Ist mein Name oder das, was du aufgeschrieben hast, ist eine echte Person? Ja. Oder? Ja. Bin ich John Cena? Nein. Mann. Lebe ich in Deutschland? Nein. Ach du Scheiße. Bin ich Schauspieler? Nein. Bin ich älter als 40? Ja. Lebe ich noch? Nein. Lebe ich in den USA? Ja. Mhm. Habe ich eine hohe Position in diesem Land? Okay. Bin ich in der Entertainment-Branche? Ja, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Bin ich auf europäischem Boden gestorben? Nein. Bin ich in der Unterhaltungsbranche? Ja. Mache ich Filme? Nein. Bin ich Künstler oder? Ja. Nein. Also wenn es Filme gibt, dann liegt es ja daran, dass ich dann irgendwie zu meiner damaligen Zeit irgendwas Besonderes gemacht habe. Bin ich Columbus? Nein. Mach ich YouTube? Ja. Ja. Bin ich Streamer? Ja. Ja. Bin ich Speed? Nein. Bin ich Politiker? Ja. Bin ich deutscher Politiker? Nein. Nein. Bin ich Julius Caesar? Nein. Der ist in Europa gestorben. Bin ich exklusiv? Nein. Bin ich Amerikaner? Nein. Nein. Bin ich Europäer? Nein. Nein. Ja, okay. Da bin ich interessant. Ja. Habe ich über 5 Millionen Follower? Ja. War ich mal ein Pro-Gamer? Nein. Bin ich Österreicher? Nein. Bin ich JFK? Nein. Bin ich Kai Cenat? Ja. Digga. Bin ich Engländer? Nein. Nein. Okay, ab nächster Runde wird's radikal. Bin ich überhaupt Amerikaner? Nein. Die Amerikaner würden sich's wünschen. Okay, ich meine, das sind Radikale, ich mach Politik. Ja. Bin ich Nordkoreaner? Ja. Ja. Bin ich Kim Jong-un? Ja. Stark doch. Aber wo ging es richtig vor, ist das schon? Ja. Sag mal weiter. Komme ich aus dem asiatischen Raum? Ja. Bin ich Chinese? Nein. Habe ich russische Wurzeln? Nein. Bin ich religiös? Ja. Ja. Bin ich über 1,60? Ja, ziemlich sicher. Bin ich über 200 Jahre tot? Ja. Also könnte man sagen, ich habe Legendenstatus. Legendenstatus. Du hast für viele den absoluten Legendenstatus, ja. Ich spiele einen Film mit. Mhm. Ist ein Film davon Rush Hour? Wie kommst du jetzt auf Rush Hour? Einfach so. Rush Hour 200 Jahre. Ey, ihr könnt gerne einen Tipp geben. Du meintest gerade eben, ob du religiös bist. Ja, klar. Du bist krass religiös. Okay, gib mal bitte den Anfangsbuchstaben. Und dann hast du ihn direkt. Ja, dann gib ihn mir mal bitte. J. Von meinem Vor- oder Nachnamen? Ich wusste, dass du ihn reinkommst. Vornamen, ja. Oh mein Gott, Tor. 1-0 für Spanien. Sorry. Entschuldigung. Nee, ihr könnt gerne auflösen. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr drauf. Du hast was mit einem Kreuz zu tun. Jesus Christ. Oh, das ist aber stark. Ja. Ohne Spaß, Paul, muss ich ehrlich lassen. Das ist ein guter Pick, der ist stark. Den hatte ich so nicht auf dem Zettel. In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank, Jungs. Kurz und Liebe geht raus, falls euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und lasst bei den Jungs ein bisschen Liebe da. Passt euch auf, macht's gut, Leute. Ciao. Könnt ihr euch noch an den Idioten erinnern, der letzte Woche hier saß und gesagt hat, nee, Digga, auf ja keinen Fall hole ich mir noch ein neues Auto. Wisst ihr das noch, ja? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Einen Tag später habe ich mir einen GT3 RS Porsche gekauft, Digga.